Das kann wirklich wehtun, aber wenn du bereit bist, diese extra Meile zu gehen, dann wird deine Musik auf einen Schlag um Längen besser. Ich schreibe meine Songs meistens an meinem Lieblingsinstrument, weil ich dabei am wenigsten übers Spielen nachdenken muss. Bei dir ist es vielleicht das Keyboard, bei mir ist es definitiv die Gitarre. Ich fange dann in der Regel mit der Musik an, lass mich dann so ein bisschen übers Griffbrett treiben, dabei kommen Sachen raus wie das hier zum Beispiel. Diese Akkordfolge ist mir irgendwann so einfach so aus den Fingern rausgerutscht, weil sie eben schon auf dem Griffbrett lag. Also flugs aufgenommen, meinen Kumpel Björn noch eben schnell fürs Schlagzeugspielen verdonnert und bums, Welthit. Von wegen, weil ich nämlich in meiner Begeisterung etwas Wichtiges beim Schreiben vergessen habe, und zwar folgende Regel. Wenn du andere Leute anzünden willst, dann musst du selbst vorher brennen. Oh, jetzt sagst du, okay, alles klar, klingt irgendwie logisch, aber was hat das mit meiner Musik zu tun? Ganz einfach. Nehmen wir mal meinen Song von gerade, den wir gehabt haben, mit den für mich persönlich perfekten Akkorden, also so wie ich ihn geschrieben habe. Ich spiele mal den Refrain, mal gucken, ob dir was auffällt. Ey, komm, wir fahren einfach los. Zitronen blühen sehen. Merkst was? Null Power. Das Ding ist so tief, das klingt, als wenn ich ganz entspannt in einem Lehnstuhl sitzen würde und so ein bisschen vor mich hinsinge. Aber wie zum Teufel willst du denn damit Leute anzünden? Mit anderen Worten, der Song liegt zwar gut auf dem Griffbrett, aber er ist definitiv viel zu tief. Das heißt, ich muss als Sänger raus aus meiner Komfortzone in den Bereich, wo ich richtig Power habe. Der Song muss hochtransponiert werden. Und transponieren ist da das Mittel der Wahl. Wir können ja mal gucken, ob wir den Refrain einfach mal 5 Halbtöne höher schubsen. Das ist hier der erste Akkord, war E-Moll. 1, 2, 3, 4, 5 A-Moll. Ey, komm, wir fahren einfach los. Zitronen. Okay, ist auf jeden Fall schon mal besser. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, raus aus der Komfortzone. Also vielleicht noch mehr ans Limit gehen. Nochmal einen Halbton hoch. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Halbtöne. Eine Quinte. Ey, komm, wir fahren einfach los. Zitronen blühen sehen. Im Sonnen. Untergang am Wasser stehen. Willst du mit mir gehen? Okay, so könnte es auf jeden Fall klappen, vor allem, weil ich überlege, im Refrain auch noch einen ganzen Ton hoch zu gehen und noch mehr Power reinzukriegen. Das wäre dann hier, mal gucken, wie das klingt. Ey, komm, wir fahren einfach los. So, jetzt habe ich als Sänger wirklich die Chance zu brennen und den Song auch richtig abgehen zu lassen. Es lohnt sich also wirklich herauszufinden, in welcher Tonart du oder vielleicht Sänger oder Sängerin von deiner Band am besten glänzen können und so am oberen Limit von ihrer Komfortzone sind. Und falls dir das Transponieren vielleicht nicht ganz so leicht fallen sollte wie mir, da gibt es natürlich auch ein paar wirklich einfache Tricks, quasi Transponieren für Anfänger, würde ich sagen. So ein Capodaster zum Beispiel kannst du einfach hier auf das Griffbrett draufstecken irgendwie und schon ist der ganze Song 5 Halbtöne höher oder wie du es auch am liebsten hast. Und am Keyboard gibt es natürlich auch so einen Transpose-Regler, entweder am Keyboard selber oder wie hier zum Beispiel im Kontakt. Da gibt es dann auch so einen Transpose-Knopf. Kannst du einfach mal 5 oder 7 Halbtöne oben drauflegen und schon geht dein Song richtig ab und kann abheben Richtung Charts auf jeden Fall. Blöd ist nur, wenn du bei der Arbeit mit deinem Song schon richtig weit fortgeschritten warst, dann kannst du mich wirklich wehtun, nochmal von vorne anzufangen. Aber glaub mir, wenn du wirklich bereit bist, alles zu geben und diese, wie ich es gerade schon gesagt habe, diese extra Meile zu gehen, dann wird deine Musik mit einem Schlag definitiv um Längen besser werden. Und wie du dann auch noch die letzten 5% extra Qualität oben drauflegen kannst auf deinen brandneuen Welthit, das verrate ich dir in diesem Video. Da sehen wir uns dann gleich. Bis die Tage. Mach's gut und Yassou. Auch nicht schlecht.